Der UFC hat zur Schließung des Transferfensters noch einen Neuzugang gewonnen, und zwar Alexander Sorge. Herzlich willkommen in Offenbach. Vielen Dank, ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass es mit dir geklappt hat und du jetzt hier bist. Was waren für dich so die Punkte, wo du entschieden hast, Offenbach, jo, das ist was für mich? Offenbach, finde ich, hat ein Riesenpotenzial. Letztendlich war es die sportliche Perspektive, die mir aufgezeigt wurde, hierher zu kommen in eine Mannschaft, die unglaublich viel Qualität hat und was mitzuwirken, mitzuerreichen und letztendlich auch langfristig aufzubauen. Letztendlich, das ist so reizvoll für mich. Mhm. Und deswegen habe ich eine Riesenvorfreude, hier loszustarten. Hört sich sehr gut an. Du hast in deiner bisherigen Karriere schon Stationen in Zwickau und auch in Aue gehabt. Das heißt, zwei Personen kennst du mal mindestens schon mal hier, ne? Ja, es sind sogar drei. Sind drei, wenn alles. Nazarov, mit dem ich letztes Jahr noch zusammengespielt habe, ja. Und den Pommes, Brinkis. Ja. Weiß nicht, ob er hier auch so genannt wird, oder? Pommes, es bürgert sich langsam ein, ja. Man weiß noch nicht genau, wo es herkommt, aber dann der Fragen, ja, damals gab es keinen Vorbei an Pommes, den Namen. Und den Maxi Engel, mit dem habe ich auch bei Türkgücü München zusammengespielt. Klar, genau. Von daher sind sogar drei, die ich schon besser kenne. Ja. Sehr gut. Ja, auch jetzt wirst du vor Johannes, also Pommes Brinkis, in der Innenverteidigung spielen. Was schätzt er an dir oder was sind deine Stärken auf dem Feld vor dem Torwart? Also Pommes weiß, dass er sich zu 100% auf mich verlassen kann, dass ich alles wegverteidigen möchte, was nur geht, dass ich keinen vorbeilassen möchte. Und dass wir uns gegenseitig immer unterstützen. Auch, dass ich meine Leute pushe, wenn es nicht läuft, aber auch wenn es gut läuft, dass es nochmal positiv verstärkt wird. Ja, und genauso weiß ich aber auch, falls mal wirklich ein Ball hinter mich kommen sollte, dann ist Pommes da. Mhm. Und ich denke, wir werden ein richtig gutes Team werden. Bringst auch eine gewisse Größe mit, ich glaube 1,94, ne? Ja. Das heißt, einige Kopfbälle, da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Absolut, ja. Alles klar. Ja, wir schauen noch mal ganz zurück. Das machen wir immer gerne bei den Interviews. Wo das bei dir mit dem Fußball angefangen hat und wann vor allem klar war, das mache ich weiter und zwar professionell. Ja, angefangen habe ich durch meinen Bruder damals mit 4 Jahren. Da durfte ich dann endlich in die Mannschaft rein, weil die vorher immer gesagt haben, ich bin noch zu klein. Aber Bock hatte ich schon immer und dann war es lieber auf den ersten Blick. Mhm. Bin dann zum Glück dabei geblieben. Mit 12 Jahren bin ich ins NLZ damals gegangen, zu Sachsen-Leipzig, jetzt Chemie Leipzig. Mhm. Mit 16 dann der Schritt zu RB Leipzig. Mhm. Dann war ich da 7 Jahre. Ja, und ich bin froh, echt mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Also das ist echt eine Berufung für mich. Mhm. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar und glücklich. Du hast eben schon angesprochen, Top-Ausbildung genossen. Wir schauen noch mal genau explizit auf RB Leipzig. Auf was hat man da vor allem irgendwie Wert gelegt in der Entwicklung von Spielern? Ja, es, gerade als Ralf Rangnick dann kam, war es eigentlich über den Verein eine Philosophie. Mhm. Sowohl Nachwuchs als auch dann der Herrenbereich. Mhm. Und da wurde natürlich Wert gelegt auf die individuelle Weiterentwicklung, technische und taktische Fertigkeiten. Und man hat natürlich versucht, diesen Spielstil, den RB heute noch praktiziert, zu implementieren und zu verinnerlichen. Also dieses Pressing, Antizipieren, vorwärts verteidigen, dieses Aggressive auch, ja, und steckt weiter in meinem Blut und jetzt will ich es natürlich hier auch zeigen. Du wechselst aus Aue hier zum Biberer Berg, ganz schneller Schritt, Regionalliga Südwest. Was kennst du schon über die Liga und hast du vielleicht ein paar Spiele von uns auch schon mitverfolgt? Ja, gerade das letzte hatte ich jetzt verfolgt. Habe ich natürlich gesehen, dass unter der Woche hier über 7000 Zuschauer kommen. Das ist Wahnsinn. Also da freue ich mich ganz besonders, hier endlich im Stadion zu sein und dann auch so ein bisschen gepusht und getragen zu werden durch die Fans. Ich glaube, das kann nochmal die Mannschaft weiterbringen, wenn von außen dann einfach so eine Energie reinkommt. Da freue ich mich schon sehr. Regionalliga Südwest, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich noch nicht so persönlich. Ist jetzt eine neue Erfahrung, auf die ich mich aber gerne einlasse. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass der Verein einfach auch hier in der Regionalliga eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird. Dafür ist die Qualität da. Dafür ist das alles hier einfach auch sehr, sehr gut. Deswegen freue ich mich drauf. Mit Christian Neithardt hast du jetzt einen Cheftrainer, der sehr viel Wert auf eine funktionierende Kabine legt. Das hat er von Anfang an gesagt. Geht das auch für dich und wie würdest du dich in der Kabine als Mensch beschreiben? Ja, also
es ist ein Teamsport und für mich, ich lebe das. Also das sind auch meine Werte, dieser Zusammenhalt, diese Kameradschaft. Die will ich immer vorleben in allem, was ich mache, in allem, was ich sage, in allem, was ich tue. Und damit kann ich mich zu 100% identifizieren. Ich würde mich selbst so ein bisschen als auch verrückten Typ bezeichnen, der auch mal für ein Späßchen gut ist in der Kabine, für einen kleinen Tanz gut ist in der Kabine, um einfach gute Stimmung und dann auch andere mitzunehmen vielleicht und Freude zu haben. Und ich glaube, wenn man so eine positive Grundstimmung hat, dann funktioniert man auch besser im Training und letztendlich auch im Spiel. Das steckt auf jeden Fall an. Ja, das steckt an. Ja, was machst du an freien Tagen, wenn der Fußball mal ruht? Ja, Fußball gucken wahrscheinlich? Nee, tatsächlich nicht. Bin nicht so der Mensch, der viel Fußball guckt. Also ich beschäftige mich schon noch mit anderen Dingen. Will mich auch in den Bereichen, die mich sehr interessieren, weiterbilden. Mhm. Und jetzt an freien Tagen muss ich klar sagen, ich habe Bock auf die Region und werde hier alles erkunden. Mhm. Werde mal reinschauen, was es hier so gibt und ein Gefühl einfach für die Region entwickeln. Sehr schön. Ja, ganz schöner Schritt von Aue jetzt nach Hessen. Wie läuft die Wohnungssuche? Hast du schon angefangen? Hab noch nicht angefangen. Das war sehr kurzfristig. Das war sehr, sehr kurzfristig. Muss auch sagen, es ist an der Stelle gute Besserung an den Kapitän Rossi. Ist natürlich immer blöd, wenn sowas passiert. Aber ich glaube, dass er ein sehr, sehr starker Charakter ist, der auch gestärkt hervorgeht. Dadurch kam es auch sehr kurzfristig zustande. Ich werde jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall auf Wohnungssuche gehen. Alles klar. Ja, viel Glück dabei schon mal. Dankeschön. Das ist schön gut. Und letzte Frage, so eine kleine Fun-Frage. Wir sind in der 90. Minute. Wir führen entweder 1-0 und du hältst den Sieg quasi mit einer Grätsche auf der Linie oder es steht 0-0 und du köpfst ihn vorne rein. Was hast du lieber? Boah, da muss ich, auch wenn ich Grätschen liebe und dann den Sieg zu retten, aber ich muss sagen, schieße ich lieber das Tor, weil das nochmal für einen Verteidiger was ganz, ganz Besonderes ist und dann hier zu jubeln und mit den Fans auszuflippen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wir freuen uns drauf. Nochmal schön, dass du hier bist. Dankeschön. Danke.